So, mein Name ist Wolfgang Wolf, bin Fachkundiger im staatlichen Kampf- und Räumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf. Wir stehen hier vor einem Ort, in dem eine Bombe liegt, im Bereich 250 Kilogramm schwer, amerikanische Herkunft, mit einem roten Aufschlagzünder, die gleich zur Entschärfung ansteht. Ich gehe zurzeit im Moment nicht von Problemen aus. Technisch war es für uns als Vorsorgemaßnahme nicht abzuarbeiten, aufgrund von einer Baustelle und Störfelder. Wegen was? Wir konnten die nicht überprüfen. Ja, warum? Weil wir so prüfen, wo das Magnetfeld läuft, wo das Magnetfeld. Und wenn sie dann so in den Kanten haben. Ja. Ja. Ja, genau, die selbstständig steht im Evakuierungsraum da. So, zu Ihrer Frage, ob die Entschärfung große Probleme aufgeworfen hat, muss ich ehrlich gesagt nein sagen, weil die Zündeinrichtung in doch einem sehr, sehr guten, eigentlich nicht erwarteten Zustand ist. Entschärfung selber besteht aus Reinigung der Zündeinrichtungen und dann dem mechanischen Ausbau. Und somit sind wir bei einer Zeit von ungefähr 17 Minuten gewesen. Und jetzt haben wir das Teil auf das Auto verbracht und können es jetzt zur Entsorgung, zur endgültigen fachlichen Entsorgung in einen zelligen Betrieb verbringen.